Hi Leute, heute habe ich bei Aldi einen richtigen Schnapper gemacht. Ich habe dieses coole Radio für nur 15 Euro bekommen. Das ist jeden Cent wert, selbst wenn es den vollen Preis gekostet hätte. Bleib dran, wenn du dich dafür interessierst. Ja, wie eingangs schon erwähnt, richtig cooles Radio für ganz kleines Geld. Ich kann ja mal so ein bisschen was von den technischen Daten erzählen, bevor wir uns das Gerät näher anschauen. Es hat einen 5 Watt Lautsprecher, es wiegt ungefähr 1 Kilo. Es ist ein bisschen kleiner wie der Karton, 220 x 113 x 127 steht hier. Eine Fernbedienung ist dabei. Es hat USB-Eingang für USB-Stick-Wiedergabe, Bluetooth 5.0. Es hat einen AUX-Eingang, Holzausführung. Und ja, das Teil ist richtig cool. Jetzt habt ihr aber genug den Karton gesehen. Jetzt zeige ich euch das Radio. Ich habe das natürlich schon ausprobiert. Hier vorab mal die Fernbedienung, die benutze ich aber nicht, weil das Radio bei mir in Armreichweite steht im Büro und von daher werde ich das ohne Fernbedienung benutzen. So sieht das von hinten aus, eine kleine Antenne. Es reicht schon, wenn man die nur so also aufrichtet, damit man DAB Plus Empfang hat, zumindest hier wo ich wohne, so empfange ich 45 Sender. Und ja, hier hinten seht ihr halt Stromanschluss, USB und den AUX-Eingang und jetzt schauen wir uns das mal von vorne an. Ihr seht hier schon schön aus Holz. Und von vorne sieht das dann so aus. Das Radio ist jetzt eingeschaltet. Ich zeige euch mal, wie das funktioniert. So sieht das aus, wenn das Radio eingeschaltet ist. Ihr könnt nichts hören, weil ich die Lautstärke komplett runtergedreht habe. Was haben wir jetzt hier für Einstellmöglichkeiten? Ich habe natürlich die Lautstärke. Hier ist der Empfänger für die Infrarot-Fernbedienung, ein Kopfhörerausgang und hier ein Tuning-Knopf, den man auch drücken kann. Dann haben wir ganz vorne Power. Mit Mode kann ich wechseln zwischen den verschiedenen Quellen, also Bluetooth oder AUX oder was auch immer. Dann kann ich hier aussuchen, welche Info im Display angezeigt wird, wenn ich das drücke. Und hier hinten habe ich noch Presets, da ist momentan voreingestellter Rückruf, da ist momentan nichts eingestellt. Wenn ich jetzt ins Menü möchte vom DAB-Radio, dann halte ich hier die Infotaste gedrückt und dann bin ich im Menü und hier kann ich jetzt einmal die Stationsliste aufrufen, einen kompletten Suchlauf machen, manuell suchen. Das ist eine digitale Bereichskompression. Die kann ich aus, niedrig oder hoch. In der Bedienungsanleitung steht da auch nichts Genaues. Ich habe die aber nur überflogen. Dann haben wir hier eine Stationslistenbereinigung. Da werden ungültige Stationen entfernt. Das habe ich schon mal probiert. Alle von den 45 sind gültig. Dann haben wir hier Verkehrsfunk und System. Hier kann ich halt den Sleep Mode einstellen, also wann das Radio sich ausschalten soll, einen Alarm. Ich kann hier die Zeiteinstellung machen, also ob 24 Stunden, 12 Stunden, ob die Zeit über Radio aktualisiert wird. Wenn ich wieder raus will aus dem Menü, drücke ich hier wieder die Infotaste, dann springt da wieder eine Ebene nach oben. Beleuchtung kann ich hier einstellen. Dann kann ich natürlich die Sprache einstellen. Als ich das Radio zum ersten Mal eingeschaltet habe, war Englisch eingestellt. Aber hier gibt es ganz viele Sprachen und ich habe dann halt Deutsch gewählt. Dann haben wir hier noch Zurücksetzen und die Softwareversion. Dann haben wir bei FM auch ein Menü, wo wir zum Beispiel Sendersuchlauf machen können. Das habe ich aber nicht gemacht, weil ich ja über DAB Plus hören möchte. Bei FM gibt es ja immer wieder Störungen, ihr kennt das wahrscheinlich. Und es gibt auch nicht so viele Sender in der Region, wo ich hier wohne. Deshalb DAB Plus. Ja, jetzt wollen wir mal uns mit Bluetooth verbinden, damit wir ein bisschen Musik hören können. Ich habe jetzt mal die Verbindung mit Bluetooth hergestellt und werde mal ein bisschen lauter machen. Das ist ein lizenzfreies Lied. Thank you.
jetzt volle Lautstärke. Müsste man dann eventuell übers Handy den Bass ein bisschen reduzieren. Aber das ist ja jetzt nicht, um laut Musik zu hören, sondern man hört ja bei Zimmerlautstärke. Das wäre in meinem Fall so ungefähr Stufe 10. Aber so konntet ihr zumindest den Klang mal hören, ohne dass das Video sofort wieder gesperrt wird bei YouTube. Hier steht übrigens auch der Titel vom Lied, Creator und das Album. Das ist auch eine feine Sache. Ja, das war's schon mit diesem Radio. Mehr gibt's dazu eigentlich nicht zu sagen. Ich finde es für das Geld auf jeden Fall super. Das hat jetzt einen festen Platz in meinem Büro. Wenn euch das Video gefallen hat, dann macht doch mal ein Kanal-Abo. Danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.